Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Meine Sicht der Dinge, Krieg in Israel, Prognose, Analyse und Lösung. Eingeladen dazu habe ich natürlich wieder eine Spezialistin. Das ist die Monika Donner. Hallo Monika, schön, dass du da bist. Hallo lieber Thorsten, hallo liebe Zuseher. Ja, nach unserem zweistündigen, sehr gut recherchierten und analysierten Video haben sich ja danach die Ereignisse so ein bisschen überschlagen. Es gab ja danach sehr viele Demos, also so ein paar zumindest, von denen ich weiß, dass sie stattgefunden haben. Unter anderem ist das eine ganz besondere Demo gewesen, wo eben die Menschen eben auch ja, sich gegen diese Regierung gestellt haben, gegen die Geschichten, die dort eben laufen und eben auch den Benjamin Netanyahu als Mörder bezeichnet haben. Und dazu haben wir übrigens einen Videoausschnitt, den ich euch gerne präsentieren möchte. Bibi is a murderer. That's what the people behind me are chanting. Bibi is a murderer. So high here, the people are blaming Prime Minister Benjamin Netanyahu for getting into this mess, for thinking about his own political situation for the past number of years, and not about protecting the citizens of the south of this country, not about increasing security, and not thinking about dealing with Hamas in any other way than just allowing them to exist and then, you know, bombing them every once in a while. That there has been no strategic plan. It's been keeping a status quo that is untenable. That's what these people have been complaining about. Ja, in diesem Video, das von ABC News gefilmt wurde, ist offensichtlich vorangestellt ein Video von der Times. Wir haben das so im Netz entdeckt, du und ich, und sind aber inzwischen draufgekommen, dass die große Massendemo, die da gezeigt wird, die ja bei Nacht ist, dass das vom 22. September 2023 war, also 14 Tage vor Kriegsbeginn. Und in dieser Demo ging es laut The Times of Israel darum, dass die israelische Bevölkerung, hauptsächlich Juden, gegen die Regierung schon demonstriert haben, wo sie gesagt haben, wir sind gegen Diktatur, und zwar digitale Diktatur, Umstellung des Rechtssystems und so weiter. Und da ist explizit gesagt worden in den Times of Israel, die Demonstranten hätten gesagt, there is no forgiveness, also es gibt kein Vergeben for the attempt to turn Israel into a dictatorship. Also es gibt kein Verzeihen für den Versuch dieser Regierung, der israelischen Regierung unter Netanyahu, Israel in eine Diktatur zu verwandeln. Das heißt, hier hatte die israelische Regierung akuten Handlungsbedarf, denn es geht ja um die Umsetzung der NWO-Agenda im Zusammenhang mit der totalen Digitalisierung, wie sie vom World Economic Forum, Klaus Schwab und Konsorten und vielen, vielen anderen ja gewünscht ist und längst Agenda ist. Ja. Das heißt, man sieht den Druck, der auf die Regierung von innen entsteht durch diese Demos, und da waren nicht nur Tens of Thousands, sondern wir haben ja noch ein weiteres Bild, das ist von NPR. Hundreds of thousands, ja, also Ja. Hunderttausende haben in ganz Israel dagegen protestiert, und das ist etwas, das kann eine Regierung nicht ignorieren. Wir haben hier einen Zeitungsausschnitt von NPR, wie gesagt, vom 22.07.23, und das verdeutlicht, was hier Sache ist, nämlich, dass die Bevölkerung die Nase voll hat, nach Covid, nach dieser Corona-Blödemie, jetzt auch noch die totale digitale Diktatur quasi auf Lebenszeit oktroyiert zu bekommen. Und das setzt natürlich eine Regierung in Handlungsbedarf. Ne? Ganz genau. Ich sag mal, vielleicht hier nochmal eine Erinnerung zu Zeiten während der Corona-Pandemie war es in Israel natürlich besonders schlimm. Das heißt also, man hat da wirklich knallhart durchgegriffen, ähnlich wie es dann ja auch hier war, nur eben dort noch ein bisschen schlimmer.
Das heißt, eigentlich hat die Bevölkerung in Israel hat die Schnauze voll. Also in der Tat. Ne? Und das haben sie auch zum Ausdruck gebracht, wie man ja so schön sehen konnte. Und ich sag mal, das waren schon Massen. Also wenn du so schaust, gibt es Aussagen zwischen 170 und 200.000, die eben dagegen demonstriert haben. Ne? Also gegen diese Regierung, gegen die Vorangehensweise, auch, dass man den Regierungschef, also den Ministerpräsidenten Netanyahu, tatsächlich auch als Mörder bezeichnet, finde ich schon interessant und spiegelt letztendlich natürlich auch mein Wissen darüber, wie die Menschen direkt in Israel denken. Ne? Also es war schon erstaunt zu sehen, auch über ABC News, dass die das also so offen sagen. Ne? Also Ja, und war schon das erstaunt. wird es, genau, und das wird auch sogar erwähnt in diesem Video von ABC News, wie das gemeint ist. Also er ist natürlich nicht der unmittelbare Mörder, also nicht der unmittelbare Täter, der den Abzug, who pulled the trigger, also der den Abzug gezogen hat, aber er hat Blut an den Händen. Und damit ist eindeutig gemeint, das, was auch einige andere Israelis, also Juden, vor laufender Kamera gesagt haben, nämlich Arabi, Geheimdienstleute, Soldatinnen und viele, viele andere Menschen, ein deutsch-jüdischer Arzt zum Beispiel auch ein Journalist, das haben wir ja alles im letzten Video gebracht, die Jaron, ja. gesagt haben, genau, die gesagt haben, da stimmt ja überhaupt nichts zusammen und es wurde dezidiert gesagt, es ist ein Inside-Job. Und wir haben ja letztens ausgeführt, wie das gemeint ist. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Es gab auch noch eine Demo vom 15. Oktober 2023, wo Angehörige von Geiseln, die Hamas hat ja Geiseln genommen, 2 Dutzend und angeblich waren es noch viele mehr, ja, wo dann gefordert wurde, dass diese Geiseln ausgelassen, also wieder befreit werden. Und das bedeutet natürlich auch die Beendigung der Kampfhandlungen. Und das Video könntest du bitte kurz abspielen. Today is anger at the government. For allowing this to happen. And even though the sentiment is Ja, also hier sieht man natürlich die besorgten Angehörigen der Geisel, die die Hamas eben entführt hat. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Demonstration dazu diente, die Regierung aufzufordern, die Kampfhandlungen einzustellen, damit eben Verhandlungen darüber gemacht werden können, dass eben die Geiseln ausgetauscht werden, beziehungsweise dass man da in Verhandlungen kommt, um vielleicht eine Lösung zu finden, wie die Angehörigen wieder an ihre Kinder, Verwandten etc. pp. Kommen. Und das fand ich schon erstaunlich, dass man sowas nicht in unseren Medien zu sehen bekommt. genau, und jetzt daher, du bist ja Jude und kennst dich in Israel gut aus, hast auch Bekannte und Verwandte dort und Freunde dort. Daher die Frage an dich, wenn du jetzt siehst, dass hier in wenigen Videos von vielen, die es ja gibt, Zehntausende Juden bereits nach dieser kurzen Zeit des Krieges, also wir reden gerade mal von einer Woche, gell, demonstrieren. Wie schätzt du ein, wie steht die Gesamtbevölkerung dazu? Wie viele Prozent der Bevölkerung stehen hinter der Regierung im Sinne von Kriegshandlungen in Gaza, so wie der Premier Netanyahu und sein sogenannter Verteidigungsminister, der Gallant, das angekündigt haben? Wir haben es im Video gezeigt, im zweistündigen. Wie viele Prozent stehen hinter denen und wie viel Prozent sprechen sich für einen friedlichen Kurs aus, sodass ein friedliches Auskommen mit den Palästinensern in Zukunft möglich ist? Ja, also ich kann das nun natürlich nur schätzen aufgrund der Gespräche, die ich selbst geführt habe. Ich schätze, es sind zumindest die, also die diesen harten Kurs auch mittragen, die Minderheit, also circa 20 bis 30%, würde ich schätzen. Und der Rest dann tatsächlich diejenigen, die also fast schon geschlossen gegen das stehen, was die Regierung einmal mit der Digitalisierung geplant hat und natürlich was die Kampfhandlung betrifft.
Und eben aber auch nicht damit einverstanden sind, für die generelle Landeinnahme. Ja, sie sind also daran interessiert, da eine friedliche Lösung herbeizuführen. Und das wird scheinbar natürlich von seitens der Regierung Israel irgendwie ignoriert, ne? Und von den ganzen Demonstrationen oder sowas, bekommst du hier im Westen überhaupt nichts gezeigt, bis hin, dass also tatsächlich auch der Großteil der orthodoxen Juden ganz geschlossen tatsächlich auch hinter dem stehen, eine friedliche Lösung herbeizuführen. Ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, das zu betonen, wenn ich noch nachfragen darf, von jenen 70 bis 80% der israelischen Bevölkerung, also jetzt Juden, die nicht hinter der Regierung stehen, beziehungsweise die eine friedliche Lösung sich wünschen und ein friedliches Auskommen mit den Palästinensern. Wie viel spielt hier eine Rolle, dass an den Palästinensern schon sehr früh verübte Unrecht der Landnahme oder des Landraubs, wie manche sagen, dass man sie in ein Gebiet gepfercht hat, wie in Gaza zum Beispiel, mit einer extrem hohen Bevölkerungsdichte, wo dann auch noch der Ackerboden dabei ist. Also das ist, man muss ja mal sehen, wie die Menschen dort leben. Wir haben ja das gezeigt vorher im zweistündigen Video. Und dass hier es so ist, wie der Norman Finkelstein, der ja selbst Jude ist, ein Politikwissenschaftler, gesagt hat, das ist das größte, nicht nur Freiluftgefängnis, sondern Konzentrationslager der Welt. Ja. Spielen solche Gedankengänge bei 70 bis 80% der friedlich gestimmten Juden, die jetzt nicht keine Revanche wollen, sondern eine friedliche Lösung wollen, spielen solche Gedanken hier eine Rolle? Ganz klar, aber nicht nur. Wie gesagt, viele wollen eben auch ihren Frieden. Sie wollen also nicht ständig in der Terrorangst leben. Ja, weil ich sag mal, also Angriffe von der anderen Seite erfordern wieder Gegenmaßnahmen und so weiter. Also dieses ständige Hin und Her. Man lebt ja mit dem Terror, wächst man auf. Man lebt mit dem Terror, der ja bewusst geschürt wird, wie wir ja wissen, und damit sind schon längst nicht alle einverstanden, aber im Prozentualbereich kann ich das überhaupt nicht einschätzen oder sagen. Aber ich sag mal, die Mehrheit ist auf jeden Fall für eine friedliche Lösung. Das ist eine sehr schöne Mitteilung. Ich hoffe, dass es auch in diese Richtung passieren wird. Wir machen jetzt, wie besprochen, eine Kurzfassung, warum die Hamas-Angriffe, natürlich, wie sie von der Hamas durchgeführt wurden, das sieht man ja in Videos, aber zugelassen wurden im Rahmen einer atypischen verdeckten Operation. Und ich sage noch kurz, warum das jetzt nochmal erklärt wird. Weil es einige Kritik gegeben hat von Leuten, die sich unser zweistündiges Video gar nicht angeschaut haben. Die haben mich auf einer Demo in Wien reden gehört, haben nur gehört, aha, hier gibt es ein Video, hier ist teilweise von False Flag die Rede, was ja auch ein legitimer Begriff ist, oder auch von Inside Job, so wird's, haben es Juden gesagt, wir zitieren ja Juden, sogar in Bild und Ton in unserem Video im zweistündigen. Und die stellen das in Abrede, ohne es überhaupt gehört zu haben, weil das darf nicht sein, das kann nicht sein. Ich vermute, dass das sogenannte rechtskonservative Kreise sind, die sich fürchten, man könnte sie als antijüdisch oder irgendwas beschimpfen, wenn sie nicht allem zustimmen, was die israelische Regierung will, und verstehen auch den Begriff nicht einer verdeckten Operation oder einer False Flag oder oder eines Inside-Jobs. Ich darf kurz erklären, eine atypische verdeckte Operation bedeutet in unserem Fall, ja, die Hamas hat diese Übergriffe ausgeführt. Man sieht es ja im Bild und man hört es auch im Ton, der die Bilder begleitet, also in den Videos. Es ist eindeutig, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber es wurde zugelassen. Und genau das sagen viele, viele Soldaten, Bürger, also Zivilisten, Rabbis und so weiter. Wir haben einige eingespielt im vorigen Video. Und wir haben auch die Gründe genannt, wie wir darauf kommen, weil es ja eine Vorgeschichte gibt. Es gab ja schon Kämpfe rund um den Gazastreifen seit Jahrzehnten und es gibt auch explizite harte Kämpfe 2007, wo man
jetzt gerade in dieser Situation wieder damit rechnen musste, dass wieder Angriffe kommen. Und die wurden auch vorgeübt. Ja? Die wurden tatsächlich vorgeübt. Du kannst dich erinnern, wir haben es ja gezeigt, wie da ein deutscher Jude, der in Israel lebt und Arzt und Journalist ist, ganz klar gesagt hat, das stand sogar in den Zeitungen, wie auf der Seite in Gaza diese Angriffe vorgeübt wurden. Und was die Zeitungen wussten, musste auch der Mossad wissen. Ganz du kannst genau. dich erinnern. Ganz genau, ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Mir fällt ja gerade ein, du hast ja nämlich das letzte Mal gesprochen auf einer Demo in Wien und da hattest du ja also eine Kritik bekommen über den Punkt, dass man eben halt nicht versteht, was jetzt eine atypische False Flag ist. Und damit diejenigen jetzt vielleicht nochmal eine kleine Lehrstunde von dir erhalten, was denn jetzt genau eine atypische False Flag Aktion ist, um auch dann die Kritiker hier nochmal drauf zu schulen, würde ich mich hier nochmal freuen, wenn du es nochmal in einer Kurzfassung darlegen könntest, was denn jetzt eine atypische False Flag Aktion ist. Ja, danke für die Frage. Es ist sogar, es ist sogar in einem ich nenne es zärtlich Drecksblatt, also Dreckspress, eine Zeitung aus Österreich unterstellt mir, obwohl ich ganz klar in der Demo sage und auch in unserem Video gezeigt ist, was gemeint ist, ich hätte gesagt oder ich hätte geleugnet oder in Abrede gestellt, dass Juden getötet worden seien in Israel. Und ich habe gesagt, so ein Schwachsinn. Du und ich haben glatt das Gegenteil gesagt. Also es gibt Menschen, die für Medien schreiben und anscheinend ja, nicht sonderlich gebildet oder vielleicht sogar böswillig sind, keine Ahnung, um es zu erklären. False Flag bzw. Inside Job bedeutet nicht unbedingt, dass etwas gar nicht stattgefunden hat, sondern False Flag heißt ja unter falscher Flagge. So, und jetzt gibt es eine typische False Flag, wo man sich tatsächlich die Uniform des Gegners anzieht. Wir haben schon mal erklärt, deutsche Wehrmacht oder SS in polnischen Uniformen 1939 überfallen den Gleiwitzer Sender. Und um den Eindruck zu erwecken, es seien die Polen gewesen. Also man schlüpft in die Uniform des Feindes. So, das ist hier nicht passiert. Die Hamas hat das selbst durchgeführt. Und auch die Morde an den Juden sind passiert. Also für den letzten Deppen, der es noch nicht begriffen hat, das hat tatsächlich stattgefunden. Aber, und das ist jetzt die Einschränkung, es wurde ermöglicht. Das heißt, hier gibt es ein Mitverschulden von Seiten, offensichtlich, so wie sie auch Juden richtig herausgearbeitet haben, also nicht du und ich, sondern Juden in Israel herausgearbeitet haben, dass hier die Regierung indirekt beteiligt war, indem man es gewähren ließ. Man hat zugelassen. Das ist die atypische verdeckte Operation. Ja, das heißt, man lässt den Gegner kommen und lässt ihn Dinge durchführen, die einen selbst schaden, die Schaden anrichten an Volk und Land, an Infrastruktur, an Gebäuden, an Menschen und so weiter. Ja. So, das hat stattgefunden. Und ganz genau. Ein wesentlicher Aspekt ist, man muss sich dann die Vorgeschichte anschauen. Ja. Es haben über Jahre, viele, viele Jahre Kämpfe schon am Gazastreifen stattgefunden und intensive 2007. Das ist, war klar, mit dem, was 2021 bis Mitte 2023 schon alles passiert ist an Konfliktherden, dort dürfte man keine eigenen Truppen von Israel abziehen und Gazastreifen, schon gar nicht, weil es vorgeübt wurde. Also die Angriffe vom 7. Oktober wurden Tage davor auf der Seite der Hamas im Gazastreifen drinnen vorgeübt und gefilmt von Israel. Darüber wurde auch in israelischen Zeitungen berichtet, wie ein deutscher Jude und Arzt, der in Israel lebt, berichtet und er sagt konsequent richtig, was in der Zeitung steht, davon musste auch der Mossad wissen. Das heißt, hier wären Gegenmaßnahmen einzuleiten gewesen. Und allerspätestens dann, wenn 5000 Raketen, was am 7. Oktober passiert ist, zu Beginn ein massiertes, also ein ganz massives Raketenfeuer auf den Iron Dome, das automatische Raketenabwehrschild, wo Raketen auf Raketen schießen. Hier sind eben 5000 Raketen gestartet und das Prinzip, ich habe es im letzten Video erklärt, Feuer und Bewegung ist Jahrhunderte oder Jahrtausende alt. Ja. Wann aus der Luft was kommt, ob wurscht, ob das jetzt Pfeil und Bogen, Raketen, Granatwerfer, sonst was ist, dann folgt am Boden eine Bewegung. Feuer
kommt und Bewegung unmittelbar dann auch. Und damit war zu rechnen. Spätestens dann hätten aus allen Kasernen, die herumliegen, bis Tel Aviv die israelischen Truppen in Richtung Gaza kommen müssen. Und von Tel Aviv fährt man, glaube ich, 90 Minuten, also 1,5 Stunden. Wir haben 15 Durchbruchstellen an der sichersten und modernsten, mit künstlicher Intelligenz und automatisierten Waffen versehenen Grenzanlage der Welt, also die modernste Grenzanlage der Welt, die teilweise bis zu 40 Meter unterm Boden geht, Stahltore, Beton, Meter hoch, alle 2 Kilometer Wachtürme. Es ist absolut undenkbar, dass durch diese Grenzanlage eine Wühlmaus sich durcharbeitet, ohne dass sie erschossen wird. Oder sogar Kakerlaken, wie so ehemalige Soldatinnen ausgesagt haben. So, das ist jetzt die komprimierte Form. Und Fakt ist, sogar die Hamas und auch eigene aus Israel, Zivilbevölkerung und Soldaten haben korrekt ausgesagt, 5 Stunden lang gab es nach den Durchbrüchen keine einzige militärische Einheit, keinen einzigen Soldaten, der hier einem israelischen Zivilist geholfen hätte. Es war niemand da. Ja, wir hatten in unserer Analyse, hatten wir 5 Stunden gesagt, das war die Information, die wir hatten. Wir haben aber jetzt so ein bisschen weiter recherchiert und sind dann fündig geworden und haben dann entdeckt, dass tatsächlich der Befehl vorlag von oberster Stelle, dass also über 7 Stunden lang nicht reagiert werden sollte. Das heißt, es sollte von Seiten des Militärs nicht eingegriffen werden. Und das ist interessant, das möchte ich euch gerne in dem Video jetzt hier in der Aussage vorstellen. You won't believe what a Jewish charity leader told me today. Israel has the most sophisticated intelligence in the world. There was no way the government didn't know that that was going to happen. Mm. We're friendly with several good people in Israel. One is Rabbi Hananya Weissman. He knows a lot of people in Israel. He knows confidential sources that he shared with us their information that about the stand down order. And he sent out a missive that indeed the IDF was given stand down orders, both the Army and the Air Force. 7 hours to stand down while those attacks took place. And this allowed the terrorists to come in and begin slaughtering and torturing the citizens. Personally, I think that this situation is akin to a family keeping a rabid dog in their home and then blaming the dog when the baby gets bitten. The parents needed to remove the dog many, many, many weeks ago, right? Mm-hmm. Before the dog had a chance to injure somebody in the family. So I look at the government of Israel and they really needed to make sure that these people did not proliferate on their borders. And so they are held partially accountable for having to now go kill God's creations in order to secure their border. This should never happen. Für die Zuschauer, die jetzt unsere komplette Analyse noch nicht gesehen haben, die würde ich gerne hier in dem Video verlinken. Die siehst du hier eingeblendet. Lohnt sich auf jeden Fall, weil wir in den 2 Stunden eben das, was wir jetzt komprimiert nochmal machen, eben auch dargelegt haben, dass die Ereignisse so stattgefunden haben. Was einfach zeigt, dass wir damit richtig waren. Und hier wird das ja in dem Video auch nochmal, wurde das ja auch bestätigt. Was ich mich jetzt natürlich frage, Monika, ist natürlich auch, welche Ziele hier verfolgt werden. Was ist der Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte? Der Sinn und Zweck der verdeckten Operation, der atypischen, ist, einen Kriegsgrund zu kriegen und auch die Bevölkerung stillzulegen. Und wir haben fünf Ziele definiert. 3 sind innerisraelisch und 2 betreffen auch die Angloamerikaner oder eigentlich nur die Angloamerikaner. Ich fange mal mit dem ersten Ziel an. Das erste Ziel ist, eine künstliche Gleichschaltung der Bevölkerung zu erzielen. Denn gegen Netanyahu liefen ja, wie man weiß, ab 2020 spätestens Gerichtsverfahren wegen Korruption, Betrug, Untreue, Bestechlichkeit und so weiter. Also diese Vorwürfe standen im Raum und teilweise auch Gerichtsverfahren. Und mit den Covid-19-Maßnahmen, so stand es in israelischen Zeitungen, ja, HWS zum Beispiel, ging es darum, eine Koalition zu erzwingen,
und den Korruptionsprozess zu verzögern, also ein Gerichtsverfahren hinauszuzögern. Außerdem sollte mit diesem Inside-Job, also mit dieser atypischen verdeckten Operation, auch mit der Einigung bewirkt werden, mit der künstlich erzielten Einigung der Bevölkerung oder Gleichschaltung, dass die Umfragewerte, die gesunken sind, bei Netanjahu wieder steigen. Und genau das sagen jetzt auch Leute, die auf der Straße stehen in Israel. Ja? Und natürlich die Masse der Bevölkerung, wie du sagst, zwischen 70 und 80%, die wollen keinen Krieg. Ja? Das heißt, wenn man schon weiß, wie viele Orthodoxe und andere auf die Straße gegangen sind wegen der digitalen Diktatur, dann ist klar, die werden am Krieg auch nicht mitmachen. Also dient diese atypische verdeckte Operation dazu, künstlich am Feind im Außen, der sowieso schon aggressiv ist, weil er eingesperrt ist in seinem Gazastreifen, den dazu quasi zu animieren oder es zuzulassen, dass der Angriff erfolgt, um den schwarzen Peter zuzuschieben und der Bevölkerung so, wir einigen uns jetzt, weil da ist der Feind. Und genau das hat dann Netanjahu ja gemacht. Ja. Und Ziel 2 ist die längst geplante oder avisierte Säuberung, ein schmutziges Wort, also das Freimachen des Gazastreifens von Palästinensern, also im Prinzip, man kann sagen, erzwungener Exodus und oder erzwungener Teilgenozid, ja, mit den Teilzielen bei dieser sogenannten Säuberung, erstens einmal einen Krisenherd, einen wesentlichen Krisenherd im Westen von Israel zu beseitigen, einer weniger, ja, wo ist schon lange ein Dorn im Auge, und dann IDF-Kräfte, also Soldaten, Kontingente frei zu schaufeln, frei zu machen für Nordost-Israel und, was manche sich ja wünschen, vor allem Angloamerikaner, die Massenmigration nach Europa wieder mit anzustacheln, um Zentral- und beziehungsweise Mitteleuropa zu destabilisieren. Und ich glaube, zum dritten Punkt bist du der Experte, dass du da dich noch äußerst. Naja, es gab ja schon die ganze Zeit Demonstrationen gegen eben der Implementierung einer digitalen Diktatur und damit den Staatsumbau. Die Agenda, die ja also weltweit verfolgt wird, hat natürlich in Israel auch nicht Halt gemacht. Und die Menschen dort haben sich nur eben erhoben und gegen die Regierung begehrt, ne? Also eben ihren Willen kundgetan, eben das nicht zu wollen. Ja? Also ja, das fand ich sehr mutig und letztendlich zeigt das eben auch, dass die Menschen dort ihr Recht selbst in die Hand nehmen, insoweit das durch die Gesetze natürlich auch gedeckelt ist. Ja. Also, und wie du ja sagst, Staatsumbau, ja, die Bevölkerung hat das bitte realisiert. Und wir wissen ja von den Pressemeldungen, die wir vorhin gezeigt haben, vielleicht magst du noch einmal eine einblenden, wo dezidiert drinnen steht, das wird nicht verziehen. Das heißt, die Bevölkerung hat durchschaut, hier war der Staatsumbau in Richtung digitale Diktatur, durchschaut. Und dieser Versuch wird nicht verziehen. Das haben hunderttausende Menschen beschlossen. Das heißt, dieses Regime musste damit rechnen, auf irgendeine Art und Weise abgesetzt zu werden. Ganz Das genau. ist ein wesentlich, genau. Also dient der Krieg, ein künstlich zugelassener Ausnahmezustand, dazu erst recht diktatorisch drüber zu fahren und das durchzusetzen, was ohne Krieg wahrscheinlich gar nicht möglich wäre. Und jetzt kommen wir nur zu zwei angloamerikanischen Zielen, die durch die Verwirklichung der Ziele 1 bis 3 gleich miterfüllt werden, ohne dass Israel das unbedingt oder die Regierung das unbedingt wünschen muss. Vielleicht haben die das ja gar nicht gecheckt, um was es da geht. Ich würde sagen schon, aber im Zweifel gilt die Unschuldsvermutung. Ja? Also es geht um den Ziel 4, um den Erhalt des bereits im längeren Video besprochenen Spaltkeils in Nahost. Es geht ja darum, Kontinentaleurasien künstlich zu spalten an mehreren Stellen. Und in diesem Punkt geht es darum, die vor kurzem begonnene Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien quasi aufzuheben. Und wenn ein totaler Krieg, so wie er bereits von Netanjahu und Gauland angesprochen wurde und medial höchst wirksam transportiert wird,
dann wird dadurch mit dieser totalen Kriegsführung gegen Palästina potenziell die Allianz mit Muslimen, die sich einige wünschen, zerstört. Und genau das scheint jetzt zu passieren, weil ja überall die Proteste bereits beginnen. Ja? Und darf ich noch einen Punkt erwähnen? Der Sehr fünfte ist dann die zweite, beziehungsweise eine neue Front gegen die Russische Föderation. Jetzt werden manche sagen, was hat denn das damit zu tun? Naja, wer ist denn die Schutzmacht von Syrien? Die Schutzmacht von Syrien ist bekanntlich die Russische Föderation. Die haben dort massive Truppen, Kontingente stehen. Sie verstehen sich nicht nur als Schutzmacht, sondern auch als Geldgeber von Syrien. Und wenn jetzt die Konflikte durch paramilitärische oder vielleicht sogar, eher nicht, aber vielleicht sogar auch durch reguläre Truppen, die Konflikte sich vermehren im Nahen Osten, dann wird die Russische Föderation genötigt werden, mehr Truppenkontingente in Richtung Syrien zu schicken. Es könnte ein Stellvertreterkrieg werden. Ja. Wer ist die Schutzmacht von Jordanien? Bekanntlich die USA und auch von Israel ist die Schutzmacht USA. Das heißt, hier könnte ein Stellvertreterkrieg stattfinden und der könnte zur Abnutzung von russischen Truppen führen, die so hoch sind, dass Russland jene Truppen, die eigentlich für die Ukraine vorgesehen sind, hier nach unten schieben muss. Und somit haben wir fünf Ziele, die wir nicht erfinden müssen, sondern wo man nur nachdenken muss und dann nachschauen muss, wer hat das wann wo gesagt. Und mit dem Hausverstand lässt sich das leicht eruieren. Ja, Wahnsinn. Also ich sag mal, damit hast du ja ganz gut aufgeschlüsselt, wie jetzt also die möglichen Ziele sind. Aber es zeigt aber auch, dass die neue gewünschte Massenmigration quasi die Welle ja angekurbelt wird. Aber ich sehe letztendlich natürlich auch durch die Muslime, die durch diese Geschichte natürlich provoziert und angeheizt werden, letztendlich natürlich auch eine importierte Terrorwelle in Europa wahrscheinlich, ne? Und zwar durch eben die Massenmigration und eben durch das, was seit 2015 eben den Völkern Europas aufgezwungen wird. Ja, also was jetzt natürlich besonders interessant ist, weil du es erwähntest, im Punkto Massenmigration etc. pp., also mit den Zielen, hat ja jetzt das BKA hier ganz klar am 13.10. gewarnt, dass also gerade auf jüdische Ziele quasi erwartet wird, dass eventuell Anschläge und solche Geschichten dort laufen. Das heißt also, man nimmt natürlich die Sachen sehr, sehr ernst und möchte natürlich auch die jüdische Bevölkerung schützen, beziehungsweise die jüdisch gläubigen Menschen hier in Deutschland. Und in Bezug darauf ist natürlich dann auch interessant auf das, was jetzt, ich glaube, heute in oder gestern, wir müssen ja schon gestern sagen, in Brüssel passierte. Da hat man nämlich dann schon gemeldet, dass wahrscheinlich die IS, also die ISIS, sozusagen schon zwei Belgier erschossen haben soll. Ja, das war schon sehr interessant. Oder zumindest die Täter dazu inspiriert, es zu tun. So ist es, glaube ich, von NTV kommuniziert worden. Ja, ganz genau. Das war schon interessant. Das entspricht exakt dem, was wir beide in der Sendung, in der zweistündigen Sendung vom 12. Oktober gesagt haben. Das haben wir am 12. Oktober aufgezeichnet und geschnitten. Und gleich ganz am genau. Nächsten Tag, am 13. kommt vom BKA, vom Deutschen, die von dir erwähnte Warnung, dass es hier zu antisemitischen, also antijüdischen Protestwellen kommen könnte, eventuell auch Anschläge. Und das ist ein Punkt, das kann man sich ausmalen. Und darum ist es aus meiner Sicht absolut unverantwortlich, wenn gerade in einem neutralen Land wie Österreich Menschen, die ich teilweise kenne vom sogenannten Widerstand, ja, jetzt auf die Idee kommen, einseitig Partei zu ergreifen für Israel. Das geht einfach nicht. Ja? Das heißt ja nicht, dass man gegen Israel ist. Ganz im Gegenteil. Wer für Israel, für einen gesunden Staat Israel ist und für Juden, die in Frieden leben, so wie das die 70 bis 80% wünschen, in Frieden zu leben, darf man nicht einseitig Partei für die israelische Regierung ergreifen
und die 10 bis 30%, die sie unterstützen, sondern muss im Hinblick auf die 70 bis 80%, die Frieden zu den Muslimen wünschen, in diesem Sinne ein Gespräch zwischen beiden bewirken. Man darf nicht einseitig unterstützen, man muss vermitteln zwischen beiden Seiten, wenn man es ernst meint. Alles andere ist aus meiner Sicht Heuchelei, und einseitiges Parteiergreifen ist schädlich, natürlich für beide Seiten, aber das kleinere Land ist Israel, umringt von vielen muslimisch gläubigen Nationen und Kräften. Wer hier einseitig, ich möchte es nochmal betonen, Israel unterstützt und praktisch sofort automatisch Hamas und alle Palästinenser verurteilt, obwohl sie, wie wir auch festgestellt haben, im größten Freiluftgefängnis der Welt leben, das völlig ausblendet, der wird wahrscheinlich einen Hass produzieren, den man nicht unbedingt gutheißen muss. Also ich heiße nicht gut, aber ich verstehe, wann er entsteht, auf die westliche Welt, und wo wird sich dieser Hass entladen? Sicher nicht nur in Israel, sondern auch bei uns. Und anscheinend beginnt es schon. Also Menschen, die das nicht kapieren, haben aus meiner Sicht weder in einer Polizei noch in einem Heer und schon gar nichts in der Politik zu verloren. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber es könnte ja... Das könnte ja geplant, das könnte gewollt sein, ne? Ganz genau, es könnte gewollt sein, und vielleicht wird es noch, weil wir ja wissen, also das, zumindest wissen wir das von Israel, dass der Geheimdienst das gewusst hat, haben muss und nicht entsprechend agiert hat, dass vielleicht natürlich auch der Geheimdienst in Europa natürlich sehr wohl weiß, wo welche Zellen sitzen, und vielleicht das ja auch noch anheizen, weil sie eben einen besonderen Auftrag haben, wer weiß. Ja, könnte ja sein. Also wäre ja durchaus im Rahmen des Denkbaren, oder? Es ist, wenn politische Systeme oder Machtstrukturen erhalten werden sollen, kommen auch Geheimdienste in Frage, nicht nur gegnerische Aktionen abzuwehren, sondern gegebenenfalls auch welche terroristische Aktionen überhaupt zu ermöglichen oder vielleicht sogar anzuleiern, ja. Das heißt, mit Angst und Schrecken, Terror, was ja ursprünglich ein staatlicher Begriff ist, Terror. Ja, also im eigentlichsten Sinn des Wortes ist es nur der Staat, der echten großen Terror ausüben kann. Aber jetzt werden eben kleine Gruppierungen genötigt, Terror zu machen. Und ich schätze, wenn man jetzt auf die Prognose kommt, was uns jetzt erwartet im Nahost an Kampfgeschehen, wie schon in der letzten Sendung gesagt, gehe ich eher davon aus, dass hier nur auf der Seite von Israel reguläre Streitkräfte eingesetzt werden und die Länder rundherum, um eben keinen großen Krieg mit Truppen führen zu müssen, weil das könnte wirklich in einen Weltkrieg ausarten, wird man wahrscheinlich versuchen, Israel mit permanenten Nadelstichen zu schwächen. Ich habe dazu gestern und heute ein Szenario besprochen mit einem sehr guten Freund von mir, der Generalstabsoffizier des österreichischen Bundesheers ist. Wenn du möchtest, erzähle das kurz. Ja, sehr gerne. Also es geht darum, das heißt jetzt nicht, dass das eintreten muss oder wird, was ich jetzt sage, ja? Aber es ist aus unserer Sicht eine plausible Erklärung oder eine plausible Prognose, die ja sich schon in der Vergangenheit bewährt hat. Wir wissen ja, seit dem Yom Kippur-Krieg 1973 wird irregulär gekämpft, ja, um eben Scharmützel und Verluste von Territorien möglichst hintanzuhalten. Also es geht um viele Nadelstiche, mit denen man ziemlich sicher Israel schwächen will. Und dazu zeigen wir kurz die Karte bitte von Nahost. Okay. Einmal ohne Pfeile. Und dann mit den Pfeilen. Die Pfeile, die da jetzt gezeigt werden, stellen potenzielle Bewegungen dar von irregulären Kräften. Also wir sprechen nicht von regulären Soldaten und also Kombattanten, sondern wir sprechen von Guerillakämpfern, von Partisanen, wenn man so will, ja, also irregulären Truppen. Und da könnte aus dem Bereich Afghanistan es die gezeigte Bewegungslinie geben. Man weiß, Taliban haben sich bereits
zumindest angefragt, vielleicht auch schon erhalten, die Durchmarschgenehmigungen Iran, Irak bis Syrien. Und man weiß ja, die Hamas hatte Auslandsstützpunkte oder hat sie teilweise noch in Damaskus. Und in Amman, in Jordanien, und dies könnten die Bereitstellungsräume sein, für die man diese aus Afghanistan kommenden und teilweise auch aus Iran, Irak, Syrien, Saudi-Arabien, Jordanien und so weiter stammenden irregulären Truppen dorthin im Bereitstellungsraum einmal positioniert. Und von dort können dann Nadelstiche erfolgen auf die jeweilige Flanke von Israel. Das ist Möglichkeit, und man braucht nur bedenken, von Bagdad, also von, man muss von der anderen Seite denken, von Kabul bis Bagdad sind es gerade mal um die 40 Autostunden. Ja? Also das ist keine Weltreise. Und noch einmal zur Erinnerung, die Bereitstellungsräume wären dann auch im Norden Damaskus, also Syrien, der Schutzmacht Russische Föderation zugeordnet, und in Amman, also Jordanien, der Schutzmacht USA. Also wir haben hier tatsächlich das Potenzial, nicht nur, dass die von dort massiert angreifen, es könnten so um die 30.000, schätze ich jetzt einmal, Kämpfer sein, die da herangeführt werden, so um die 30.000 an diese beiden Stellen. Zum Vergleich, die israelischen Streitkräfte haben eine Friedensgliederung mit einer Stärke von ca. 176.000 Soldaten, jetzt zusätzlich nochmal 300.000 mobil gemacht vor kurzem. Das heißt, wir sind bei rund 476.000, und dem stehen jetzt einmal 30.000 rund in diesem, also es gibt viel mehr irreguläre Kämpfer, aber die werden nicht alles auf einmal ins Gefecht schmeißen, brauchen sie auch gar nicht, weil für Nadelstiche haben sie den Überraschungsvorteil, weil irreguläre Kämpfer einfach keine, wie soll man sagen, keine militärische Struktur haben, keine militärische Logistik brauchen, auch kein Standardverfahren, so wie es abläuft, sondern die reagieren äußerst dynamisch und sind auch nicht so stark raumgebunden und können daher wirklich sehr effizient dem Gegner Schaden zufügen. Und daher gelten hier die Regeln für reguläre Kämpfe nicht. Ja. Man braucht ja nur denken, wie viel Schaden zum Beispiel Andreas Hofer oder also der Widerstandskämpfer Andreas Hofer dem Gegner zugefügt hat, oder die Schotten mit Run and Hide. Ja. Also das ist eine ganz andere Kampfführung. Und dann könnte man noch bedenken, das sind jetzt die Fernkräfte, die jetzt aus Afghanistan herangeführt werden, praktisch an die Ostseite von Israel. Und dann gibt es ja natürlich auch noch Nahkräfte verfügbare im Norden. Wir sprechen vom Südlibanon. Die sind am ehesten militärisch strukturiert. Also sie sind nicht wirklich militärisch, aber am ehesten militärisch strukturiert. Das ist die Hisbollah. Und das sind sehr schlagkräftig. Und wenn die nicht den Fehler machen, dass sie von selbst angreifen, sondern warten, bis israelische Kräfte kommen, dann haben sie gute Aussichten, hier mit Nadelstichen massive Schäden zuzufügen. Man sagt, es ist so eine Regel, Kräfteverhältnis für den Angriff 3:1, im bebauten Gelände 5:1. Also wenn du angreifst im freien Gelände, musst du dem Gegner dreifach überlegen sein. Also Verhältnis zum Beispiel 300:100 Soldaten oder im bebauten Gelände 500:100. Das gilt nicht immer ganz streng, aber das ist so ein Anhalt. Ja. So, jetzt haben wir da die Hisbollah im Norden. Wir haben dann an der Westbank, also ich glaube Westjordanland, sagt man ja, Westbanks, ne? Also oder Westjordanien. Ist ja von Israel seit 1967, also im Sechstagekrieg, besetzt ist, wo rund 2 Millionen Araber bzw. Muslime Jordanier wohnhaft sind. Dort sind wahrscheinlich so 5.000 bis maximal 10.000 irreguläre Kämpfer möglich. Und dann haben wir noch die Hamas natürlich am Gazastreifen. Und da scheiden sich die Geister. Manche reden von 50.000 bis 60.000. Ich schätze, nach den massierten Angriffen aus der Luft, die jetzt Israel macht, sind dort vielleicht 5.000 bis 15.000 noch verfügbar. Dann ist Schluss. Aber die können massiven Schaden anrichten. Vor allem ja auch, weil hier geht es um Ortskampf. Wir haben total bebauten Gelände, unterirdisch die Gänge. Wir haben es in der letzten Sendung erwähnt. Das wäre ein Vietnam sozusagen im bebauten Gebiet mit Guerillataktik dort perfekt zu kämpfen und wahrscheinlich besser als die Israeli. Und
mit einer Dings noch, sie stehen mit dem Rücken zum Meer, also die sind bereit zum Märtyrertod, gell? Also hier könnte es wirklich extreme Scharmützel geben. Und wenn man jetzt bedenkt, weil manche sagen, ja, irreguläre Kräfte, warum, was ist da der Vorteil? Naja, es gibt niemanden, den man Krieg erklären kann. Karl von Clausewitz hat von der Trinität der Kriegsführung gesprochen. Das sind drei Ebenen: Regierung, also Politik, Militär und Bevölkerung. Bei jedem Krieg bis inklusive 1973, also Jom Kippur-Krieg, gab es auf beiden Seiten diese Trinität: Volk, Militär, und Politik. Diese drei Ebenen haben den Krieg mitgetragen. Ob jetzt gibt's, also seit 1973 gibt es nichts mehr und jetzt noch weniger wahrscheinlich. Das heißt, wir haben keine Regierung, die offiziell hinter den irregulären Truppen steht, die werden sagen, wir haben damit nichts zu tun. Wir rüsten sie nur aus und wir befehligen sie nur, aber offiziell haben wir nichts damit zu tun. Ja. Das Militär ist nicht involviert, das heißt, die sitzen in den Kasernen, werden wahrscheinlich ausbilden, sogar verdeckt, ohne, aber nicht unmittelbar eingebunden sein in der Kampfführung. Und die Bevölkerung ist zu 99% auch nicht involviert und du kannst sie auch nicht unterscheiden zu den irregulären Kämpfern. Das heißt, das ist eine Das stimmt. Kriegsführung, die auf lange Zeit, auf sehr lange Zeit Israel großen Schaden zufügen könnte. Ja? Also, und unter der Voraussetzung, ich habe eh gesagt, es muss nicht sein, dass es so kommt, ja? Aber es scheint sich jetzt schon so hochzuschaukeln. Und wenn Israel, also die IDF, die Israeli Defense Forces, tatsächlich hier angreifen, den Gazastreifen und noch mehr bombardieren und dann die nach der Bombardierung bzw. nach dem Raketenbeschuss, wenn eh schon viel kaputt ist, dann auch noch die Bodentruppen reinschicken und das dort platt machen, dann wird es zu 99% gemäß meiner Einschätzung zu genau diesen Nadelstichen von den Feindstaaten ringsum ein konzertiertes Angriffsverhalten geben und Abschwächungsverhalten in einem Glaubens- und Bruderkrieg, den es bis jetzt noch nicht gegeben hat. Ja, also ein Glaubens- und Bruderkrieg in dem Fall unter Arabern. Und wie gesagt, sie haben wenig Struktur, sie haben wenig Raum, sie haben wenig Logistikbedarf, daher ein hohes Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Das heißt, sie bestimmen, nicht Israel, sondern diese irregulären Kräfte bestimmen stets Ort und Zeit des Angriffs. Das ist der wesentliche Punkt. Und Israel kann eigentlich nur mehr reagieren. Und wer nur mehr reagiert, ist gegenüber teiluniformierten Partisanenkräften und ihre Taktik nicht unbedingt automatisch von der Kampfkraft unterlegen, aber auch psychologisch. Wir wissen, die USA haben Vietnam formal, die militärisch gesehen formal nicht verloren, aber psychologisch haben sie es verloren. Ja. Das, Ganz klar, ja. also es könnte. Ist ja bekannt. Was ich mich jetzt gerade frage bei dieser Taktik, die du jetzt auch aufgezeigt hast, hat sich bei mir jetzt gerade so der Gedanke gehegt, ist das vielleicht auch Sinn und Zweck der Geschichte, um letztendlich überall damit dann in Europa zu zündeln, um dann vielleicht ja, Lockdowns oder irgendwelche Einschränkungen zu verkünden oder. Das kam mir jetzt gerade so im Sinn, weil ich sag mal, der Geheimdienst ist ja immer involviert oder kann involviert sein. Und ich sag mal, bei dem, was ja schon nach Europa importiert wurde, wer weiß, ob da nicht jetzt schon irgendwelche Kräfte weilen, die eben dieses Ziel haben, die Zerstörung Europas, um dann, da gibt es ja so eine schöne Dialektik, also schaffe ein Problem und biete dann eine Lösung an, während die Lösung dann das ist, was du von vornherein angestrebt hast. Das kommt mir gerade so vor, als wenn das vielleicht auch angestrebt oder gewollt wird. Das muss man bei gewissen narzisstischen und psychopathischen Machthabern durchwegs ins Kalkül ziehen. Es wäre alles andere als von der Hand zu weisen, dass man grundsätzlich gar keine große
dass eine geheimdienstliche Intervention möglich ist, das schon, ja. Aber man kann nicht von der Hand weisen, dass man es eigentlich gar nicht braucht. Denn der Wille, der Vernichtungswille auf Seiten der Palästinenser, also nicht bei allen natürlich, wohl Gott behüte, ja, aber bei gewissen Kräften wird garantiert da sein. Das heißt, man braucht da nicht viel anstacheln. Man braucht vielleicht nur unter Anführungszeichen auf die Lager, auf die Deponierung von Waffen, Ausrüstung und Gerät hinweisen, die es ja tatsächlich schon gibt. Ja? Und ich Ja. meine, das klingt jetzt vielleicht für jemanden, der keine militärischen Kenntnisse hat, für schizophren, aber wie ich schon mal erwähnt habe, ich war, bevor ich Offizier der 4. Panzergrenadierbrigade war, war ich Jagdkampfsoldat und Offizier. Ja? Und im Jagdkampf, es ist nichts einfacher, als irgendwo im Gelände einen Spind zu vergraben und in Plastiktüten die Munition zu lagern und Lebensmittel. Das hält sehr lang. Also das sind, mit einfachsten Mitteln können solche Dinge erreicht werden. Und ich weiß, wie du mit geringstem Aufwand, also wie solche Kräfte größtmöglichen Schaden jemandem zufügen können. Ja? Auf feindliche Versorgung, Kommando, Nachschubstrukturen, würde man militärisch sagen, im nicht-militärischen Bereich, also wenn man jetzt vom urbanen Gelände redet, können sich solche Angriffe auch auf kritische Infrastruktur richten. Wir haben eh schon besprochen im letzten Video, es kann genauso gut die Sanitätsversorgung treffen. Ich will jetzt gar nicht mehr sagen, weil ich gar nicht jemand auf die Idee jetzt bringen will, ja. Aber du kannst mit so geringen Mitteln so intensiven Schaden anrichten. Man, am Baum fällt man schneller als er wächst. Das weiß jeder. Also wer was zerstört, mit ein bisschen Intelligenz, braucht man ja, glaube ich, nicht lange nachdenken, dass man auf Ideen kommt, was man alles anrichten kann. Und wenn man weiß, was gewisse Leute offen gesagt haben, wir werden bis 2030 nichts mehr besitzen, wir werden keine Privatsphäre mehr haben. Also solche Sachen unterstützen, so bürgerkriegsähnliche Zustände, würden durchwegs dem Ziel von gewissen Psychopathen und Narzissten zuträglich sein. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass es so kommen muss, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, wird immer größer. Und ich habe, Ja. wie du weißt, ja in dem kleinen Büchlein da hinten, die Regierung schon unsere in Österreich 2015 genau vor so etwas gewarnt, was jetzt eintritt. Ja? Also dieses Szenario, dass man mit unseren Kräften die Infrastruktur schützen muss, die kritische, vor solchen terroristischen Angriffen, insbesondere auch aufgrund eines Nahostkonflikts, der sich auf Europa ausdehnen kann, habe ich 2015 ja schon in einigen Details durchgeprüft und daher Gegenmaßnahmen empfohlen. Also das heißt jetzt nicht, dass das noch einmal, ich betone es noch einmal für die Zuseher, das heißt jetzt nicht, nur weil ich das sage, dass uns schon einmal oder mehrfach recht gehabt habe mit Dingen, dass das jetzt auch so kommt. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit wird immer größer und es wäre aus meiner Sicht ja grob fahrlässig bis vorsätzlich oder sogar idiotisch, wenn sich Regierungen und Streitkräfte nicht auf solche Szenarien vorbereiten. Und man sieht ja die Warnung vom BKA, mit Anschlägen rechnen sie schon. Ja? Ich meine, bin mir nicht sicher, ob sie sich der Dimension dessen, was auf uns zukommen könnte, überhaupt bewusst sind. Wie viele Millionen Muslime leben denn in Deutschland? Ja, man Sind's? schätzt, ja, also ich sag mal, also offizielle Zahlen gibt es dazu, also zwar auch nur geschätzt von der Bundesregierung, ja, also zumindest seit 2015 bis jetzt sind das circa 8 Millionen, die also in das Land quasi geschleust worden über andere Staaten. Das heißt also, hier wurden letztendlich natürlich auch Gesetze gebogen und gebrochen auf der einen Seite. Aber wie viele Millionen Muslime jetzt tatsächlich in Deutschland leben, weiß ich nicht. Ich kenne aber viele Muslime, die niemals so etwas machen würden, die ihre Heimat lieben, weil sie hier in Deutschland sich etwas aufgebaut haben, ja. Und ganz ehrlich, ich denke, wenn man sich da in Israel schon Mühe gegeben hat, wer das auch immer geplant hat im Hintergrund, wäre es natürlich auch denkbar, dass es in jedem Land in Europa eine Art Pearl Harbor geben wird, nach dem Muster atypisch, um es der Bevölkerung dann entsprechend so zu verkaufen.
Es bleibt auf jeden Fall spannend und wir sollten achtsam sein. Und dazu zum Schluss würde ich vielleicht noch mal ganz klar hier auch sagen, dass die Bevölkerung letztendlich schon lange nicht mehr trägt, was die Regierung da sich ausdenkt und hier tatsächlich wachsam und achtsam ist. Und ich denke, dass am Ende sich zeigen wird, ob ihre Saat aufgeht oder nicht. Ja. Gefühlsmäßig, und das kann man natürlich rational nicht begründen, gefühlsmäßig sage ich nicht. Ja? Also vielleicht auch, weil ich keine Angst davor habe. Man braucht nur schauen, wenn man wir wissen ja vom Alltag, wenn man an einem See sitzt am Ufer und man wirft einen größeren Stein rein, das wirft Wellen in alle Richtungen. Und genau wer jetzt Steine wirft, kann dort etwas auslösen, was verheerende Folgen hat, aber wir in Europa haben eh nichts damit zu tun. Falsch. Dort fängt es an und dann kommt es in Europa. Die Welt ist vernetzt. Ja, und Ganz genau. es ist ja alles schon da. Wir haben auch teilweise Terror in Europa schon erlebt. Ja, auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall hier zumindest darauf hinweisen, dass die Regierung der Völker Europas oder die Völker Europas sollten wir anfangen, als Völker Europas zu erkennen sein, und die Regierungen sollten entsprechend anfangen, für die jeweilige Bevölkerung eben die Politik machen zum Schutze des Volkes und für alle in dem Volk. Und ich denke, dahin wird es auch wieder hingehen, zu einem Europa der tatsächlichen multikulturellen Vergangenheit und Zukunft, zu Staaten, die wieder eigenverantwortlich ihre Grenzen schützen, eigenverantwortlich auch ihre Politik für die Völker oder für das Volk in der jeweiligen Nationalität quasi verantwortlich sind. Und ich denke zumindest, das wäre ein Schritt dann irgendwann in die richtige Richtung, dass es tatsächlich weltweit dann Frieden gibt. Das würde natürlich auch beinhalten, dass man in Palästina beziehungsweise in Israel und Palästina zusammen an einem Tisch sitzt, um dann hier eine Lösung herbeizuführen, die von beiden Seiten zum Vorteil und für beide Seiten wirklich zum Wohle und zum Frieden in der nachhaltigen ja, Zeit letztendlich dafür sorgt, dass Generationen danach tatsächlich auch in Frieden sich miteinander, füreinander als Freunde begegnen. Das wäre doch eine wünschenswerte Zukunft. Absolut. Ja. Ja, zur Lösung. Hier wäre besonders wichtig, dass man nicht parteiisch ist. Das heißt, die Regierungen, vor allem des Westens, sollten nicht parteiisch sein, sondern sie sollten vermitteln zwischen Ost und West. In diesem Fall zwischen Muslimen und Juden, also nicht einseitig pro-israelische Regierung und auch nicht einseitig pro-palästinensische Regierung bzw. Bevölkerung, sondern im Sinne beider Bevölkerungen, nämlich jüdisch und muslimisch bzw. palästinensisch vermitteln. Ja, vermitteln heißt, sie an einen Tisch bringen, so ungefähr wie das Bruno Kreisky gemacht hat. Dr. Bruno Kreisky war Bundeskanzler von Österreich, ist leider 1990 gestorben. Er war bei der SPÖ, Sozialdemokratische Partei Österreichs. Er war auch Jude und hat sowohl mit den Israelis als auch mit den Palästinensern Klartext gesprochen, hat versucht, sie an einen Tisch zu bringen, wurde auch dafür ausgezeichnet und ihn verbindet, hat bis zum Tod verbunden eine tiefe Freundschaft zu Arafat, aber er hatte auch gutes Verhältnis zu Gaddafi und Assad, nur um das am Rande zu erwähnen. So, und jetzt, was macht der Westen jetzt? Der Westen positioniert sich einseitig, schlägt sich auf eine Seite, in diesem Fall nur auf Israel. Und anstatt dass wir jetzt einen Frieden vermitteln, ist es so, dass wir in Österreich schon eine Terrorwarnung haben. Beziehungsweise gemäß der aktuellen Meldung im ORF schaut es so aus: Da wird gesagt, wegen der jüngsten Eskalation im Nahostkonflikt haben wir jetzt die zweithöchste Stufe der Terrorwarnung. Denn auch aufgrund der Anschläge in Brüssel, die wir zuerst erwähnt haben, sehen die Sicherheitsbehörden auch in Österreich eine konkrete Gefährdungslage und erhöhte Anschlagsgefahr. So. Das ist ein Punkt, wo ich
sagen muss, das grenzt an Wahnsinn. Hier muss vermittelt werden zwischen Muslimen und Araber im Sinne und Geiste von Dr. Bruno Kreisky. Dankeschön. Well, how you been? Good? I'm good. How's everything? Good, man. You know, just doing. We see a lot of cars stopping, like, oh my god, they're together. Yeah, right? This is opposite of the TV. I'm gonna send it to my mother. Can you take me a picture with him? Yeah. I gotta be in the middle. Oh, I should have my cowboy hat. I'm gonna send it to Algeria. I'm from Algeria, by the way. Oh, wow. Jazeera. One brother, one cousin. We come from the same father, Abraham. In diesem Sinne, liebe Monika, vielen Dank nochmal dafür, dass du Zeit gefunden hast, das nochmal kurz darzulegen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für alle, die uns stützen an dieser Seite. Danke dir, Monika, für dein Sein und euch da draußen. Danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal.